Hier? Ja. Heute ist mein Jahrestag. Heute? Ja. Siehst du, dann kann man doch noch alles pünktlich. Mit meinem Boyfriend, Tim. Wenn du das siehst, ruf mich an. Look into my eyes and you will see. See the way that you still got a hold on me. Sweeter than a memory. Einen wunderschönen guten Morgen gewünscht da draußen, meine Lieben. Wir haben es 6.57 Uhr. Samstag, ist ja klar. Eigentlich wollte ich schon um 6 aufstehen, ja. Ich wollte Gulasch kochen. Erstmal klarkommen. Ich kann auch nur die Hälfte sehen, weil ich keine Brille aufhabe. Also. Ich wollte um 6 aufstehen, damit ich Gulasch kochen kann. Weil zu um 14.30 Uhr kommt Matthias, seine Mutter. Ja. Mutter, hat mal sortieren, ich bin überhaupt nicht wach. Also ich glaube, das sieht man mir an, oder? Genau, 14.30 Uhr kommt Matthias, seine Mutter. Bis dahin wollte ich das Gulasch gekocht haben, ein Ostergesteck gekauft haben. Also sprich, das, damit meine ich diese Stöcker. Diese Stöcker wollte ich gekauft haben. Also, diese Äste halt. Weil Maris damit den Tisch decken wollte. Also es sollte halt dieses Osterdings auf dem Tisch stehen mit den Eiern drin. Weil die kommen jetzt zum Kaffee. Und noch irgendwas musste ich noch holen. Was war denn das? Was muss ich denn noch holen? Säfte auf jeden. Die Kinder wollten noch ein Video drehen. Die haben... Ich habe denen hier was geholt. Womit sie ein Video drehen können für den Kinderkanal. Und dafür brauchen wir eigentlich noch Säfte. Und dann wollte ich auch noch Nachos holen. Also Säfte, Nachos, diese Äste. Genau. Das war der Plan. Aber zum Wachwerden trinke ich immer 500 Milliliter Wasser. Um überhaupt erstmal irgendwie klar zu kommen. Achso, genau. Und duschen wollte ich, musste ich auch. Das heißt, ich werde jetzt schnell den Thermomix anmachen mit dem Paprika drin, damit die sich besser häuten lassen. Und dann gehe ich duschen, mache mich fertig, gehe die ganzen Sachen holen. Ja, und wenn ich dann wieder da bin, brate ich und schnippel ich alles an und schmeiße es alles zusammen. Klingt nach einem Plan, oder? Ich weiß auch nicht, ich habe keine Ahnung. Aber ob das so klappt mit uns, das werdet ihr gleich sehen. 10. Omega 3. So. Cheers. So, mit Öl. Ich habe jetzt den Thermomix angemacht bei 62 Minuten. Einfach nur Varoma. Der dünstet jetzt hier die Paprikaschoten. Ihr müsst halt gucken, dass ihr quasi die Paprikaschote gepellt bekommt, also enthäutet bekommt. Kann man wohl auch mit einem Sparschäler machen. Ist jetzt aber keine gute Erfahrung für mich. Ich habe das jetzt einfach angemacht, gehe jetzt kurz duschen, mache mir die Haare trocken quasi
komme runter, schnippel quasi die ganzen anderen Sachen wie Zwiebel, Knoblauch, Sellerie, Porree, bla 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 bla. Und dann ist auch irgendwann die Paprika fertig. Mara sitzt jetzt hier gerade, trinkt sein Actimel und was hattest du noch da? Fruchtzwerge, Quetschi? Was machst du jetzt, wenn ich hochgehe? Auf jeden Fall komm mal mit. Nee, du kannst da gerne nach oben mitkommen, aber... Ich meine, ich komme mit das mit in das... Nee, Badezimmer nicht. So, ich Rabenmutter habe Maris jetzt vor den Fernseher gesetzt, der kann jetzt spielen. Ich war in der Zeit, wo jetzt hier meine Paprika gedünstet haben. Ich wollte gar nicht spielen. Ja, ich weiß. Während das jetzt hier meine Paprika gedünstet haben, habe ich, war ich duschen und habe mir die Haare gemacht. Versuche alles zeiteffektiv zu nutzen, irgendwie wie es geht. Genau, und jetzt müsste ich hier eigentlich ganz locker flockig die Pelle abziehen können. Und dann, hast du mich jetzt gerufen? Nee, ne? Machst du dich dann auch fertig? Weil Marlene holt jetzt gleich noch Matthias die Kuchenteilchen ab. Ich habe mir alles gerade schon ausgerechnet. Es ist, ja, ich muss eigentlich schon seit 12 Minuten oben sein. Ach, cool. Da wollte ich ganz kurz duschen, dann wollte ich mein Zimmer aufräumen, dann das ungefähr. Das Kochwäsche? Nee, ja. Schwarz. Die ersten beiden Sachen sind nur Anziehsachen, darunter ist Bettwäsche. Okay. Und das hier bitte auch wegräumen von dir hier. Und richtig einsortieren alles. Ich finde eine schwarze Sache bei weiß oder sowas. Gut, ich werde mir jetzt hier den Topf rausnehmen. Nee. Damit ich da die Paprika reinhauen kann. Und dann... Nee, Quatsch, das mache ich gar nicht. Wartet mal. Ich muss jetzt erstmal das Fleisch schneiden. Und die ganzen anderen Gemüsesachen. Zwiebeln, Knoblauch, Sellerie. Warum sage ich immer Sellerie? Ich meine, Zwiebeln, Knoblauch, Porree, das meinte ich, genau. Und dann mache ich das weiter, ne? Also ich pelle die jetzt erstmal, mache die in die Schüssel, nehme mir eine Pfanne an, schneide das Fleisch und das ist richtig viel. Ich glaube, das sind 3 Kilo Fleisch oder so. Wir sind aber auch 4 Erwachsene, 2 Kinder. Oh. Nee, das Fleisch kannst du nicht schneiden, das ist zu störrisch. So. Alter, zack, durchgebrochen. Das hier muss Marlene noch alles wegräumen. Hier wollte ich noch Zucker reinmachen. Dann muss ich noch schnell losfahren. Ich wollte noch unser Oster... Wie nennen wir das? Ostergesteck oder so holen. Dafür habe ich auch noch das goldene Tablett genommen. Ich muss auch noch mein Gesicht bauen. Das mache ich dann, wenn das Gulasch auf dem Herd ist. Achso, und du wolltest noch was essen, oder? Bist du wieder eine Puppe? Wie macht eine Puppe? Zeig mal. So macht eine Puppe? Okay, gut, wir fangen mal an.
Mit O. Warum fange ich eigentlich immer mit so an? Das ist schon voll scheiße. Maris versucht sich da gerade eine Playmobil-Figur aufzubauen. Mal gucken, ob er das gleich noch hinkriegt mit ein bisschen Fleiß. Unser Gulasch ist am Brodeln. Ich habe sogar eine kleine Waffe. Ja, und wir haben jetzt gerade noch schnell ein Oster... Nennt man das Ostergesteck oder so? Ich habe keine Ahnung. Strauß? Keine Ahnung. Gekauft für unsere Eier, die ich ja geholt hatte. Das werde ich jetzt gleich noch zusammen machen. Warte, warte. Was kommt im Müll? Jetzt hast du den Saftchen hingestellt. Was brauchst du denn Hilfe? Warte. Hört das überhaupt so? Ja, mach den Polizei mal hin. Bitte. Bitte. So, so. Ich weiß nicht genau, ob das da hinkommt. Ja, dann gib mal her. So ein Mikrofon. Was hast du jetzt gemacht hier? Was ist das? Das ist ein Wurm. Nee, das ist eine Feder von irgendwas. Aber wo ist denn jetzt mal hier? Das geht. Der Wurm. Würmer können nicht fliegen. Eine Waffe muss auch noch ran. Ja, was kommt da ran? Hier? Und da ist hier die Waffe. Also das passt nicht. Gib mal her, bitte. Das ist ein Blitzer. Wo ist denn das Gestell von dem Blitzer? Hier. So. Die Waffe da rauf. Auch auf die Waffe hin. Ich mach die Waffe in die Hand. Nicht am Mikro. So. Ach so. Gib mal die Pistole. Mama! Maris, du weißt, dass ich das hasse, wenn du so tust, als wärst du ein Baby, ne? Die werde ich bald alle haben. Welche haben wir denn jetzt schon? Mann, ich weiß nicht, wie das Ding hier reingeht. Dieser ganze Schnürselfanz hier. Die Waffe soll aber in die Hand. Nein, das geht nicht. Das ist nicht dafür vorgesehen. Und jetzt kannst du Autos blitzen, wenn sie zu schnell fahren. Also das, was man mit mir regelmäßig macht. Und weg. Wir haben jetzt das Problem, dass bei dem Seat, den haben wir anscheinend zu selten bewegt oder so. Auf jeden Fall ist die Bremse fest vorne und Matthias kann damit nicht mehr fahren. Das heißt, ich muss jetzt ganz schnell los und ihn abholen. Oh, was ist jetzt hier? Wir haben gar keinen Platz mit der Reihe, Leute. Wir fahren mit dem Ford. Mit dem Ford, der ist langsam. Der Ford ist auch schnell, du Wurst. Ich bin kein Wurst. Das heißt, wir holen jetzt ganz schnell Mara, Matthias, Marlin ab. Ja. Lassen den Seat dort stehen, wo er ist, in Reinickendorf gerade. Ich heiße Wurst, nicht Wurst. Wurst heiße ich. Wurst, nicht Wurst. Wurst heiße ich. Und dann ich bin müsste auch die Mutter schon da sein von Matthias. Ich habe jetzt hier alles aufgeräumt soweit. Hoppi galoppi, wir müssen uns beeilen. Wir sind ja ADAC Plus Mitglied, aber wir haben da jetzt keine Zeit zu. Deswegen müssen wir uns beeilen. Was mich halt immer so stört, ist, dass Matthias, du siehst ja dieses Video, dass der immer so lange braucht für alles. Der entscheidet sich nicht, der wartet und überlegt, wird die Bremse jetzt zu heiß? Mache ich noch dreimal einen Test, wie er bremst? Statt einfach zu sagen, komm, Tanja, hol mich ab. Hol uns ab. Wir kümmern uns da morgen drum. Och, Test hier, fahr hier. Überleg da. Das muss zack, 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 zack gehen. So. Audi-Schlüssel, Ford-Schlüssel, Hausschlüssel. Perfekt. Das Gute ist, dass wir hier nebenan gleich eine Werkstatt haben. Und wenn der ADAC uns den hier hinstellt, dann können wir auch da die Bühne benutzen. Matthias kann es ja alleine machen. Jetzt ruft er schon wieder an. Ja? Wir versuchen es jetzt nochmal. Ich bin doch schon im Auto. Sie hat gesagt, sie ist doch gerade im Auto. Ja, aber ich meine, du bist auf Schiff oder auf. Hast du deine Mutter angerufen? Nein, hat er noch
Wo seid ihr? Wir sind immer noch. Wo sind wir denn? Ich weiß. Wir fahren jetzt Richtung Nordmeile. Wir fahren jetzt gerade in die Richtung Nordmeile, da wo du gesagt hast. Wir halten einfach immer mal an und gucken, checken die Lage. Aber ich weiß ja jetzt, wie heiß es ist. Ich weiß ja, wenn es schlimmer. Ja. Was ist denn das Problem, das Auto einfach stehen zu lassen? Na, weil es doch eh nach Hause muss. Ja, dann wird es abgeschleppt und nicht gefahren. Sie hat gefragt, wo das Problem ist, dass es nicht einfach abgeschleppt wird, und zu, sondern zu fahren. Also, ja. Soll ich jetzt los? Soll sie jetzt los? Er würde sagen, wir probieren's. Das ist nicht fair deiner Mutter gegenüber gerade, Matthias. Mach doch mal einfach den Lautsprecher an. Okay, ja, das ist auch nicht da. Hier. Matthias, das ist deiner Mutter einfach gegenüber auch überhaupt nicht fair. Was? Wenn ich jetzt erst in 20 Minuten losfahre, um euch zu holen, dann steht die hier eine Stunde alleine. Ja, ich würde sagen, ich fahre damit nach Hause. Ja, müssen wir aufsteigen wieder. Wir können ja sonst auch einfach mal irgendwann zwischendurch mal anhalten, sie checken wieder mal gegen, und wenn es zu heiß ist, warten wir halt noch ein paar Minuten. Ja, die Bremse muss sowieso dann neu gemacht werden, also auch die Belege, was willst du da machen? Die Scheibe ist wahrscheinlich dann auch hin. Keine Ahnung, Alter, das kotzt mich eh schon wieder alles an. Also ich will jetzt einfach nur nach Hause. Aber warum redest du nicht mehr? Ich überlege, mein Hirn rattert, ey. Irgendwann besser werden, weil wenn die Bremse zwar fest ist, ja? Ich habe auch schon überlegt, aber ich glaube, dass sie sich immer wieder nachzieht, wenn der Belag ein bisschen runter ist. Durch das neue Bremsen. Ja, kann sein. So, mit O. Oh. Der Besuch ist weg. Janine ist auch schon da. Matthias macht gerade so eine Shisha an. Ja? Gute Nacht. Wieso leuchtet denn hier oben die große Lampe? Die braucht doch gar nicht. Du hast doch keine Lichterkette an. Meine Lampe ist so dunkel. Hä? Du hast doch die Lichterkette an. Das ist total hell. Meine nicht. Ach, Marius, ja, auf dem Flur leuchtet auch noch die Lampe. Papa kommt auch gleich wieder hoch. Was hat sie? Bin ich erschrocken. Wolltest du den Leuten noch zeigen? Den schwingst du da? Den Schals. Wolltest du hier den Leuten mal erzählen, was hier passiert ist? Hier? Ja, heute ist mein Jahrestag. Heute? Ja. Sie sehen, kann man doch alles pünktlich. Mit meinem Boyfriend, Tim. Wenn du das siehst, ruf mich an. Nee, ich mit Amy hier, mit der Süßen hier. Die da? Nee. Ja, wir sind heute 9 Jahre zusammen. Und ja, ich bin lesbisch, falls es euch interessiert. Nee, heute sind wir 9 Jahre befreundet. Seit dem Kindergarten. Und das hat sie mir geschenkt. Und das Witzige ist, wir haben uns beide dieselbe Maske geschenkt. Ich habe hier die auch gekauft. Und habe hier noch so ganz viele andere Sachen gekauft. Ich habe dann hier so, also einmal hat sie mir hier so Karten geschenkt, so Gutscheine. So, das können wir so an den Tagen machen. Dann hat sie mir hier zweimal so Badesalz gekauft. Dann hat sie mir so 2 Masken gekauft. Einmal Pflanz. Dann so ganz viele Süßigkeiten. So, ja. So Masken. Da, da. Eine Kerze hat sie mir gegeben. Die finde ich süß. Halt. Dann hat sie das Foto von uns beiden. Hier hat meine Mama gerade eben schon einen gegessen. Warte, hier war diese eine Maske. Wo ist die? Hier auch mit. Ganz geil. Ja. Danke. Ja. Ach, da seid ihr ja schon. Ich bin. Achso, einen wunderschönen guten Morgen. Ich müsste jetzt eigentlich quasi ja schon den Vlog anfangen für morgen. Aber ich glaube, dass ich gar kein Ende gemacht habe für dieses Video hier. Deswegen dachte ich mir, ich film doch mal kurz.
dieses mega Rauschen hier, ne? Mal ein bisschen leiser machen. Bin gerade hier am Bacon braten. Das ist so das Ritual, vor allem wenn Janine da ist. Ich habe gerade eben schon alle meine Pflanzen einmal gegossen. Für jeden Sonntag der Fall. Genau. So. Ich muss mich gerade mal ein bisschen konzentrieren hier. So, ich habe jetzt glaube ich 7 Pakete Bacon hier liegen, weil wenn ich Bacon brate, dann ist es immer so, dass alle Bacon essen, ne? Ja, ja, ich muss auch mal hier noch aufmachen, weil es ist ganz schön dunkel hier drin. Ich würde mich wundern, wenn gleich irgendwo Feuermelder angehen würden. So. Und dann lecker frühstücken. Janina hat jetzt schon so ein bisschen den Tisch gedeckt. Wie gesagt, wir essen ja hauptsächlich dann immer Bacon. Deswegen gibt es so ein bisschen Kram hier. Ich hoffe, dass die Kinder gleich alle aufstehen. Und nach dem Frühstück mache ich quasi schon das Mittagessen. Weil ich ja den Rotkohl noch ansetzen muss. Das wird heute Abend, also heute Nachmittag schon richtig lecker. So, das aber erstmal hier fertig machen. So, das Frühstück war sehr, 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 sehr gut. Die Überbleibsel sind davon jetzt auch schon alle weggeräumt. Und jetzt bringe ich die Kamera nach oben. Genau, jetzt bringe ich die Kamera nach oben. Und lasse dieses Video jetzt hier schneiden für euch. Oh, warte, Matthias, siehst du überhaupt noch den Monitor? Hallo? Nee, ne? So, das ist ja von uns für euch bis morgen um 18 Uhr. Ich wünsche euch allen eine schöne gute Nacht. Und wir sehen uns morgen in alter Frische wieder. Nee, ich gehe heute duschen.